Moin, Hocker Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Wer Lust hat auf einen gut gemachten, tollen Krimi, sei von Katrine Engberg Krokodilwächter ans Herz gelegt. Das Buch ist auch schon ein Hingucker, dadurch, dass es eine typische Diogenes-Gestaltung hat. Aber diese Einschnitte, die man hier sieht, sind tatsächliche Einschnitte, die sich im Buchumschlag befinden. Und so hat man ein komplettes haptisches Erlebnis schon. Katrine Engberg ist bekannt durch Film und Fernsehen sowie auch Theaterproduktionen. Katrine Engberg ist unter anderem auch für die Jussi Alter Olsen-Verfilmung bekannt. Dieser Debütroman von ihr hat mich sehr positiv überrascht, mich gefesselt. Mich war erstaunt, wie schnell ich den wirklich inhaliert habe. Es handelt von einem Mord, der in Kopenhagen stattfindet und weitere Kreise natürlich zieht. Das Tolle hier dran fand ich, dass das Ermittler-Duo, Jeppe und Annette, zwei Kollegen sind, die sich mögen, akzeptieren, aber auch ihre Reibungspunkte haben und grundverschieden sind und nicht wie bei anderen typischen skandinavischen Krimis so ihre großen Probleme, Alkoholsucht etc. mitbringen, sondern Jeppe ist schon gestrauchelt, weil er gerade von seiner Frau verlassen worden ist und sozusagen immer wieder an sich zweifelt. Annette ist eine sehr burschikose, korpulente Frau, die wirklich im Leben steht. Die beiden werden zu einem Fall hinzugezogen, der in einem Mehrfamilienhaus in Kopenhagen beginnt, wo unter anderem zwei junge Studentinnen eingezogen sind, eine WG gegründet haben und die eine sich gerade auf Paddeltour befindet und die andere jetzt brutal ermordet worden ist. Das ist Julie, die von einem Mitbewohner im Haus, einem älteren Herrn, aufgefunden wird und sie brutalst mit einem Messer ermordet worden ist und auch noch Schnittwunden im Gesicht hinterlassen worden sind, die halt wie eine Ritualzeichnung wirken. Die ersten Hauptverdächtigen sind halt innerhalb dieses Hauses zu suchen, unter anderem die Vermieterin, die auch gleichzeitig eine Verlegerin ist, und so lesen wir am Anfang jedenfalls immer abwechselnd auch noch ein Manuskriptauszug, denn diese Vermieterin selber fühlt sich schuldig, denn sie hat einen Roman geschrieben, der genau diesen Mord beschreibt. Jetzt ist die Frage, wer hatte Zugang zu diesem Manuskript? Wer hat alles dieses schon lesen können? Es gibt eine Plattform, in der sie dieses Manuskript schon hochgeladen hat. Dort gab es drei Leser, die mitgelesen haben, beziehungsweise auch kommentiert hatten. Es gibt einen engen Freund, der auch bei der Bühne in Kopenhagen arbeitet, der auch wahrscheinlich Zugang zu diesem Manuskript hat, und so streuen sich die Verdächtigen. Jeppe und Annette müssen halt dementsprechend alle Vernehmungen führen und werden auch schon fündig und haben natürlich die ersten Verdächtigen gestellt, weil das Manuskript ja schon sehr aussagekräftig ist, aber in dem Moment, wo sie meinen, einer Lösung näher zu kommen, passiert ein weiterer Mord, der überraschend ist und man auch nicht damit gerechnet hat, dass genau dieser Person diesen Mord passiert. Ich will auch nicht zu viel verraten, weil es ist ja nun mal ein Spannungsroman, der davon lebt. Ich fand ihn sehr, sehr stimmungsvoll, gut gemacht, wirklich punktuiert erzählt und nicht ausladend und auch nicht zu gewaltvoll, sondern einfach dieser Roman lebt von der Stimmung. Spielt halt in Kopenhagen, hat dementsprechend natürlich den Vergleich zu skandinavischen weiteren Krimis, muss er sich den unterziehen, besteht aber dadurch, weil er einfach, fand ich, einfach sehr reduzierterer Thriller ist, der nicht mit groß viel Action-Szenen daherkommen muss, sondern einfach gut gemachte Handwerkskunst ist, weil er hier einfach einen Spannungsbogen aufbaut, den man gerne folgt, und das Ermittler-Duo ist einem irgendwann so sympathisch, dass man sich freut, weil es ja ein Debütroman ist, aber man weiß schon, denke ich mal, dass es Folgeromanen geben wird von diesem neuen Kopenhagener Ermittler-Duo. Ich wünsche dir viel Spaß, spannende Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss.